Formatvorlagen, Absatz- und Zeichenvorlagen in Writer, LibreOffice Version 6.3. Das Video zeigt Ihnen, wie Sie mit Formatvorlagen Ihre Dokumente optimal formatieren können. Formatvorlagen. Der Vorteil von Formatvorlagen besteht darin, dass mehrere Attribute in einer Formatvorlage vorgegeben werden können. Attribute sind zum Beispiel Schriftart, Schriftgröße und Schriftfarbe. Geschriebenem Text können Sie mittels Formatvorlagen also mehrere Attribute gleichzeitig zuordnen. Gewöhnen Sie sich an, weitgehend mit Formatvorlagen zu arbeiten. Formatvorlagen können Sie für unterschiedliche Zwecke wie zum Beispiel Überschrift, Absatz und so weiter erstellen. Was ist ein Absatz? Ein Absatz endet mit einem Zeilenumbruch. Die Formatierungszeichen sehen Sie, wenn Sie in der Symbolleiste Standard auf das Symbol Formatierungszeichen umschalten klicken oder STRG plus F10 betätigen. Wenn die Formatierungszeichen eingeschaltet sind, sehen Sie am Ende eines jeden Absatzes das Symbol für einen Zeilenumbruch. Jedem Absatz kann theoretisch eine andere Formatvorlage zugeordnet sein. In einem Dokument wird man aber nicht hergehen und jeden Absatz anders gestalten. So ein Dokument würde sehr chaotisch wirken. Einige Unterscheidungen wird es aber zum Beispiel für normale Absätze und Überschriften geben. Gute Beispiele für Formatvorlagen sind die Handbücher von LibreOffice. Schalten Sie die Seitenleiste ein mit F11, klicken Sie irgendwo in einen Absatz und sehen Sie, welche Formatvorlage markiert ist. Desgleichen probieren Sie mit Überschriften. Was ist eine Absatzvorlage? Mit den Absatzvorlagen werden, wie der Name schon sagt, die Absätze formatiert. In der Absatzvorlage befinden sich alle Attribute, die einem Absatz zugeordnet werden können. Die Zuordnung einer Absatzvorlage zu einem Absatz bewirkt, dass alle Attribute, die in der Absatzvorlage stehen, auf den Absatz übergehen. Die Einstellungen können in den einzelnen Tabs angesehen werden. Wenn Sie sehen wollen, was in einer Absatzvorlage hinterlegt ist, rechtsklicken Sie auf die Vorlage und wählen Ändern. Danach klicken Sie auf Abbrechen. Prüfen Sie eventuell auch, welche Zeichenvorlage verwendet wurde. Wo befinden sich die Absatzvorlagen? Die Formatvorlagen, Absatzvorlagen befinden sich in der Seitenleiste. Die Absatzvorlagen können über das Menü Ansicht Formatvorlagen oder F11 aufgerufen werden. Im unteren Bereich der Seitenleiste können Sie wählen, ob die Formatvorlagenliste als Vorschau angezeigt werden sollen. Darunter besteht eine Auswahl, welche Formatvorlagen angezeigt werden sollen. Sollten Sie in der Seitenleiste bei Formatvorlagen keine Vorlagen sehen, schauen Sie nach, welche Auswahlansicht Sie getroffen haben. Formatvorlagen festlegen. Bevor Sie ein Dokument erstellen, nehmen Sie sich genügend Zeit und denken Sie darüber nach, welche Formatierungen Ihre Absätze benötigen und welche anderen Vorlagen, zum Beispiel für Überschriften, Sie benötigen. Ändern Sie dann die Formatierungen in den vorhandenen Vorlagen, also Vorlagen von LibreOffice, oder erstellen Sie dafür neue Vorlagen, also benutzerdefinierte Vorlagen. Ihre investierte Zeit zu Anfang wird sich danach bei der Bearbeitung Ihrer Dokumente mit Formatvorlagen wieder zum Vorteil wenden. Formatvorlage ändern oder neu? Oftmals ist es sinnvoll, Formatvorlagen neu anzulegen. So kommen Sie nicht in Konflikt mit den Standardvorlagen. Neue Formatvorlagen erstellen. Vererbung. Neue Vorlagen erstellen Sie, indem Sie auf eine vorhandene Vorlage klicken, die Ihnen geeignet erscheint, und wählen Neu. Geben Sie der neuen Formatvorlage einen eingehenden Namen. Die Vorlage hat noch dieselben Attribute wie die Vorlage, aus der sie hervorgegangen ist. Das heißt, dass alle Attribute vererbt bzw. übernommen worden sind.
Sie können nun in der neuen Vorlage alle Attribute ändern, wie zum Beispiel Schriftgröße, Farbe und so weiter, die Sie ändern möchten. Die Attribute, die Sie nicht ändern, bleiben bestehen. Formatvorlagen zuweisen. Wenn die Seitenleiste nicht sichtbar ist, öffnen Sie sie mit F11. Setzen Sie den Cursor in die Überschrift oder in die Absätze und doppelklicken Sie jeweils auf die gewünschte Formatvorlage. Sie können einen Absatz jederzeit mit einer anderen Absatzvorlage durch Doppelklick beaufschlagen. Wozu noch Zeichenvorlagen? In den Zeichenvorlagen können geänderte Attribute stehen. Einem Absatz können Sie ja jeweils nur eine Formatvorlage, Absatzvorlage zuordnen. Wenn Sie also innerhalb eines Absatzes etwas anderes haben möchten, wie zum Beispiel Schriftfarbe, Hintergrund und so weiter, so verwenden Sie hierfür Zeichenvorlagen. In den Zeichenvorlagen können Sie die gewünschten zusätzlichen Attribute anpassen. Die Attribute von Zeichenvorlagen werden vorrangig gegenüber den Attributen der Formatvorlagen angewendet. Formatvorlagen in Dokumentvorlagen verwenden. Um Dokumentvorlagen problemlos zu verwenden, sollten Sie zuvor ein entsprechendes Dokument bearbeiten oder übernehmen und weitgehend mit Formatvorlagen erstellen. Wenn Sie Ihr Dokument fertiggestellt haben, sollten Sie es als Dokumentvorlage speichern.